Moin und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Stappenbach im LS17. Und ja, wir machen weiter. Im letzten Part haben wir ja so ein bisschen begonnen schon mit dem Mähen, denn ich hatte ja die Idee mit dem Grasverkauf. Und ich denke mal, da werden wir jetzt weitermachen. Wir werden jetzt Richtung Hof fahren, erstmal unsere Mähwerke abhängen. Beziehungsweise erstmal zwischendeponieren und dann... Oh, besser gesagt, das hintere Mähwerk nehmen wir mit, das Frontmähwerk, das werden wir da lassen, am Hof. Das hintere nehmen wir wieder zum Händler zurück, denn das ist ja nur gemietet und das kostet ja uns auch nur unnötig Geld, je mehr das bei uns rumsteht. Und ja, danach werden wir mal gucken, ob wir uns einen Spader irgendwie leisten können, beziehungsweise zulegen. Was mir gerade so eingefallen ist, wenn wir uns jetzt so einen kleinen billigen Schlepper holen. Gemietet. Kann ja die letzte ranzige Gurke sein eigentlich. Würde das nicht eigentlich gehen, wenn wir sagen, einer fährt mit dem Schwader voraus und ich tue dann per Follow Me hinten einen anderen rein. Den Ladewagen fahren lassen sozusagen. Ja, Follow Me habe ich mit drauf, also wäre es ja eigentlich eine Idee, wir holen uns so eine ranzige Gurke, wie schon gesagt, irgend so ein, ja, irgendwas halt, was so ein Ladewagen ziehen kann, auch, oder für einen Spader was anderes und dann für einen Ladewagen den Fendt. Was wäre denn ganz billig, ganz, so ein Case. Normalerweise so ein Case, die kosten nicht viel. Die machen am wenigsten Arbeit. Die kosten auch schon gemietet 3000. Oder wie viel PS, wenn wir den noch so ein bisschen... 95 PS reicht das normalerweise für einen Schwader? Normalerweise wohl. 15. 90 PS für 1200 Euro. Normalerweise müsste das doch für einen Schwader vorne hin auf jeden Fall reichen. Was braucht denn der? 75 PS. Guck mal an. So, den mieten wir uns. Dann, unsere ranzige alte Gurke, was wir gesagt haben, werden wir uns zulegen. So ein, ja, so ein, ja. Ah, können wir noch ein bisschen aufrüsten? Ja gut, dann machen wir doch die mit mehr PS. Mieten, genau. Den können wir ja dann für andere Geschichten auch noch gebrauchen. Dann bauen wir noch einen Ladewagen. Ladewagen. Ja, da bleibt uns ja wahrscheinlich nur der Pöttinger Euroboss wieder. Ja, mieten, auch für 2000. Ach ja, wir müssen erstmal aus dem Weg schaffen. Gut, werden wir erstmal hinfahren. Ja, so kaufen wir ein. Also das Geld geht raus wie keiner, nichts Gutes. Ich hoffe, dass das jetzt durch den Grasverkauf auch wieder reinkommt, hoffentlich. Denn ja, in der BGA können wir das leider nicht kippen. Die kostet ja wieder 200.000 und das Geld haben wir erstmal nicht. Ja, deswegen werden wir jetzt mal schauen. Also die Helfer, die anderen beiden Helfer sind noch im Gange. Der eine tut pflügen, der andere tut die Subit vorbereiten. Ich habe jetzt einfach auf Feld 79, das hinterm Händler, habe ich jetzt einfach auch einen Helfer fahren lassen. Der tut gerade einfach pflügen. Ich denke mal, wir werden jetzt einfach so gucken, soweit wir kommen. Und dann, ja... Gucken wir einfach, dass so weit gepflügt ist, wie es geht. Und dann passt die Geschichte auch eigentlich. So. Das geben wir zurück. So. Boah. Schön hat schon dir. Der kommt vom Mod-Contest. Der war ja im Mod-Contest mit dabei. Und den hatte ich eigentlich noch nie in irgendeinem Let's Play. Und darum denke ich mir jetzt gerade so, ja, billig. Für 1200 können wir eigentlich nichts falsch machen. So. Türe auf. So. Türe wieder zu. Sehr schön. Eigentlich ein schöner Schlepper, wenn man so sieht von innen. Linker geht auch. Drinnen sitzen tut man so wie so ein Muli irgendwie. Irgendwie so ein bisschen tief sitzen tut man, glaube ich, in dem. Was sonst? Ja, geht's eigentlich. So. Jetzt können wir uns den Ladewagen mieten. So. Und schon haben wir nur noch 8000. Ha. Echt nicht viel. Ach ja, und die Zapfwelle müssen wir noch ankuppeln. Das war das, was gerade aufgeleuchtet hat. So.
Ja, zwecks dem Ablaufplan. Ich hatte dir ja schon mal gefragt, wie es aussieht mit dem Ablaufplan. Ich werde jetzt versuchen, dass ich in den nächsten Tagen, ich sage jetzt also heute Abend, Samstagabend, wo ich die Folge gerade aufnehme, Sonntagabend, dass ich einiges aufgenommen bekomme, dass ich, sage ich mal, dann so eine Art Ablaufplan wieder machen kann. Der würde ja dann wie folgt aussehen, dass in der Früh um 9 erstmal Klein Zehlheim kommt. Und dann nachmittags um 2 oder 3 würde ich dann Stappenbach 17 rausbringen. Also das Stappenbach-Projekt. Und je nachdem, wann dann die Hof Bergmann Reloaded rauskommt, wenn sie nicht schon rausgekommen ist bis dahin, dann ja, müssen wir gucken, dass wir das dann auch noch so ein bisschen in Gange kriegen. Aber eigentlich ein tolles Gespann, muss man sagen. Dahinter der Fendt. Oh, geil. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es jetzt einfach mal. LVA wird durch ein Objekt blockiert. LVA bist du wahrscheinlich, ne? Weil der andere macht sein Ding. Ja, komm. So. So. So, den rausnehmen erstmal. So. Das machen wir an. Hat er den jetzt genommen? Mal gucken, ob er den jetzt gefressen hat. Ah, hat gefressen. Sehr schön. So. Ich hoffe, das Gras wird auch mehr im Ladewagen. Ja, 5% steht mal dran. Ja, dann funktioniert's. Ja, dann kann ja eigentlich die Luzi vorangehen. Ja, gut, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir, sparen wir uns sogar mal einen Arbeitsgang. Da, warte mal. Ich bräuchte mal ein Thumbnail. So, sehr schön. So. Ah, der andere Helfer ist auch fertig, sehr schön. Dann kann eigentlich der Pflüger. Wie war das jetzt? Wir sind wieder am Switchen, ich weiß. Ah, du bist durch. Oder besser gesagt so halb durch. Ich weiß nicht, was du jetzt hier treibst. Oder versucht hast zu treiben. Weiß ja nicht. Da hinten ist ja eigentlich nur eine Solarplatte. Aber da kannst du ja umdrehen vorher. Wäre schön, wenn du mir das noch fertig machen würdest. Ja, genau. Zack, hallo. So. Gucken, dass wir mal heute noch eine Fuhre Gras in Richtung Verkauf bringen. Oh, läuft. Also das freut mich jetzt richtig, dass das mit dem Spader und mit dem Follow Me funktioniert. Also da bin ich richtig glücklich, dass das jetzt so läuft, wie es läuft gerade. So. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich habe vergessen, auf meine Uhr zu gucken. Nee, gut, egal. Kann sein, dass die Folge dann ein bisschen kürzer wird oder länger. Ja. Ihr wisst es ja. Ich bin nicht so einer, der genau 15 Minuten Folgen macht. Eher mal drüber. Aber egal. Ihr kennt mich ja. Ja, aber was ich auch noch sagen kann, ist ein großes Dankeschön an alle neuen Abonnenten, die in den letzten Tagen dazugekommen sind. Oder beziehungsweise ein großes Dankeschön an, ja, alle Abonnenten, die da geblieben sind, auch in der Zeit, wo ich nicht aktiv war auf YouTube. Das muss man wirklich sagen. Also ein großes, großes Dankeschön an euch. Also, ihr seid echter Wahnsinn und ja, es erfüllt sich so langsam ein Traum. Wir kommen Richtung 700 Abonnenten und ja, es ist ein tolles Gefühl. Vielleicht schaffen wir irgendwann mal die 1000 Abonnenten. Das ist ja so mein großes, großes Ziel, irgendwie mal 1000 Abonnenten zu haben. Das ist für mich echt ein großes Kino dann, wenn wir dann so viel haben. Und dann werde ich auch mal versuchen, irgendwie zu streamen. Ich weiß, ihr wünscht euch das. Bist du voll? Ah, der ist voll. Sag doch was.
Ja, dann werden wir jetzt mal gucken. Also das wäre für mich schon noch ein richtig geiles Feeling, wenn man mal streamen könnte und 1000 Abonnenten hätte. Ich glaube dann, wow, ja, das wäre geil. Achtung, Mensch, okay, aus dem Weg. So, wir müssen jetzt gucken, wo geht das lang eigentlich hier? Können wir hier lang schon zur Gärtnerei hoch? Normalerweise wohl. Wir müssen normalerweise oben doch ankommen. Wenn wir hier hochfahren. Ich weiß auch nicht wirklich, wo dieser Grasverkauf sein soll. Hier kann er noch nicht sein. Also muss es ja um die Kurve sein irgendwie. Ja. Ist das in dem so ein Silo drin oder was? So, dann gucken wir mal, was steht hier denn? Agravius. Agrasius. Kann man hier jetzt auch Gras verkaufen oder wie ist das? Ich hoffe es. Hier kann man Wolle verkaufen. Stopp, da ist ein Schild. Hier kann man Tierankauf, Tierverkauf. Ach, das ist der Tierhändler. Aber schön, dass das angeschildert ist. Hier kann man Wolle verkaufen. Kann man hier rein? Hallo, guten Tag. Keiner da, keiner da. Hier geht nix. Jo, wir versuchen es einfach mal. Hätte nichts bringen brauchen eigentlich. Wir suchen einfach mal hier, ob es hier geht. Ob wir hier Gras verkaufen können. Ah. Gras wird hier nicht angenommen. Jo, das war gar. Weil irgendwie klar, können wir das vorne dann reinkippen irgendwie? Ah nein, war doch nicht dagegen. Arsch. Kann man hier irgendwo? Dann fahren wir hier drüber, würde ich sagen. Gras wird hier nicht angenommen. Hä, wo ist dann der Grasverkauf? Verfluchte Neune. Ach, Grasverkauf. Grasverkauf besuchen. Wo ist der? Hier hinten drin? Hä, da steht aber nur Tierankauf und Tierverkauf. Hä? Naja, gut. Dann fahren wir hier rein. Hauptsache, es gibt den Grasverkauf überhaupt. Nicht, dass es dann so angeschildert ist und dann... Ja, bitte hier nicht abgeben. Gras wird hier nicht angenommen. So. Ja, siehst du mal. Endlich die erste Kohle. Lohnt sich's oder lohnt sich's nicht, die Arbeit? 3400 kriegen wir dafür. Ja, das ist ordentlich. Das ist ein stolzer Preis, muss man sagen. Gibt's da irgendwie, verändert sich der Preis dann auch beim Grasverkauf? Grasverkauf? Mal gucken. Beziehungsweise, wir bekommen gerade 161. 112, irgendwo sowas. Ja, dann machen wir mal die Zeit ein bisschen runter. Dass wir erstmal das Gras verkaufen und dann, ja, passt das auch. Ah, Pferde. Sollen nicht jetzt in der Hofbergmann Reloaded Pferde und Gänse dazukommen? Irgendwie habe ich da was von gehört, dass da jetzt zum Pferdehof dazukommen soll und Gänse. Gänsemast oder sowas. Und hier auf der Stappenbach wird ja gerade dran getüftelt nach einem Kalkkauf oder Kalklager, Kalkgrube. Ich glaube, man kann ja hier dann auch irgendwie Kalk kaufen. Aber es dauert. Die Wege sind doch schon etwas weiter, als wenn man über irgendwo hin möchte. Aber ich muss sagen, wir bekommen doch so langsam wieder Kohle. Wir rutschen doch wieder ins vermehrte Plus. So. Dann sammeln wir das eben ein. Ich denke mal, hier werden wir auch nochmal fast einen Ladewagen voll runterkriegen. Oder zumindest einen halben. Aber ich bin glücklich irgendwie gerade. Es läuft. Auf YouTube läuft's, hier im Spiel läuft's. Irgendwie Helfer macht das, was er soll. Hallo? Nein. Soll es aber jetzt nicht Versatz hier machen. Nein, das möchte ich nicht. Versatz ist doof.
Nein. Kann man den Versatz irgendwie rausmachen? Ah, hier kann man rausmachen. So, danke. Schön. Und weiter geht's. Ah, die Kurve wird eng. Gucken, ob er das auch checkt hier. Oder ob er mitkommt. Ja, aber fast. Er kommt. Solange er die Spur hinter uns nicht verliert. Aber er kommt. Kriegen wir es mit? Ja, fast. Mal in der Kurve. Ja, gut. Dann haben wir das erste Feld ja schon weg. Würde ich sagen. Kann da das auch noch einsammeln. Gucken, dass der auch mitkommt. Dass er nicht gleich im Autoverkehr hängen bleibt. Ah. Du Eumel. Genau das, was ich mir dachte. Mach Stopp. Stopp. Genau das, was ich nicht wollte. Ja, aber ich würde sagen, das war schon wieder von dieser Folge. LS17. Hier auf der Stappenbach. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da oder ein Kommi. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.